Servus, servus die Mammel und grüß euch die Buben. Ja Freunde, wir haben Shitwetter. Das ist eigentlich schon der fünfte Tag heute. Wir haben Sonntag. Das Wetter ist eine Katastrophe, was da geregnet hat. Aber es hat jetzt ein bisschen nachgelassen und ich muss unbedingt raus. Ich halte schon daheim nicht mehr aus. Das ist ja schon ein Wahnsinn. Ja, fahre wieder ein bisschen zu tun, aber ich möchte ein bisschen am Treppenweg nur entlang zischen. Leute werden wir wahrscheinlich eh kein sehen bei den Sauwetter, aber passt eh so, nur ein bisschen raus. Ah, altbewährte Gegend, da bin ich ja öfters. Ah, und heute haben wir keine Kajakfahrer da. Wir haben ein ganz schön Hochwasser. Ja, wie man sehen kann, ist da wirklich nichts los heute, was mich natürlich noch gleich viel mehr gefällt. Ja, ich hoffe auch, ihr könnt es mir verzeihen, aber ich habe heute kein Funkmittel dabei. Ich benutze heute das Einbade, weil ich nicht weiß, wie viel es wieder wird. Das ist schon ganz schön Hochwasser. Ja, wirklich ganz schön Hochwasser da. Ja, eigentlich auch der ganze Weg unter Wasser. Dann schleichen wir sie auf der Seite durch. Schönes, verwunschenes Pfaderl. Ja, schlängeln wir sie durch. Ja, noch ist es trocken. Ich hoffe, es bleibt da so. Ja, die Planten freuen sich da. Ja, wirklich ganz schön hohes Wasser da. Ja, mein Hausberg drüben im Nebel. Ja, wie man sehen kann, sind das keine Locken, das sind schon kleine Seen da. Ja, zuerst waren auch hinter mir noch, die haben umgetragen, wahrscheinlich das falsche Schuhwerk an. Das ist ja gigantisch, die Wassermassen. Echt spitzenmäßig. Mit der Nebel schaut schon geil aus. Ganz normalerweise ist da ein Strand. Ja, wie gesagt, am Berg oben hinten und der Nebel drin, das schaut einmal extrem geil aus. Das gehört halt auch dazu. Ja, da gibt es auch wieder Gas. Das macht Spaß. Ja, und auch da ist nochmal Sandstrand. Vorbei ist es nicht einmal. Ja, es ist wirklich ganz schön viel Wasser. Ich sehe gerade, da drüben steht es auch. Da bin ich schon übergelaufen sein. Alles unter Wasser da drin. Herrlich, gefällt mir. Ja, keine Ahnung, wie weit wir da am Weg noch kommen, aber das ist so geil. Da schaut sich aus wie am Amazonas. He? Gleich da neben der Donau herum. Ja. Überläufer, ein wichtiges Biotop. He? Ja, so wie es ausschaut, haben wir da ein Hindernis im Weg gelegt. Ja, da drin macht es dann schon angemütlich. Leider ein bisschen mehr Lärm da, weil da ist die Brücken. Und wir gehen da weiter. Das ist schon das nächste Hindernis. Wie weit ich da komme, schaut glaube ich nicht so gut aus. Ja, abgesehen davon, dass ich da jetzt ein bisschen nass bin, geht ja mal sagen, da schaut es aus wie Rennes va plus, der Franzose sagen, es geht nichts mehr.
Da ist aus für mich. Schade. Aber ich habe fast damit gerechnet. Ja, was so ist, es hilft alles nichts. Da haben wir halt an. Gehen wir schon langsam zurück. Weil die Gegend war ja echt schön da. Aber was soll ich? Ich habe meine Schwimmflügel nicht mit. Und somit hat sich das ein bisschen erledigt. Wird man wahrscheinlich auf der Kamera nicht gut sehen, aber das helle Gebäude unter der Kirchturmspitze, das ist unser Kulturhaus in Hainburg. Und ein bisschen rechts daneben habt ihr am Schlossberg die Burg. Und mein Hausberg im Nebel. Ja, wie ihr sehen könnt, die Wolken ziehen rasch dahin. Ich hoffe, dass sie besseres Wetter bringen. Aber was so ist, jetzt gehen wir mal schön langsam wieder retour. Ah, die hat wirklich ein Glück gehabt, ich weiß nicht, ob es spiegelt, ich hoffe nicht. Aber leichter Regen, dabei ist alles Paletti noch. Ja, ich muss sagen, ich bin froh, dass ich die Jacken angezogen habe. Die ist ja eigentlich vom Bundesheer, das ist von die Katz 3. Gore-Tex Jacken mit einer Sage und Scheibe Wasser sein von 10.000 mm. Also das ist schon der Heavy. Und wenn ich mir da so meine Hosen anschaue, denke ich mir, ich glaube, ich werde mir die Hosen auch noch organisieren. Ich habe zwar jetzt keinen mehr beim Bundesheer, den was ich kenne, aber die Firma Steinadler machen die sowieso noch, weil die haben geliefert zum Bundesheer. Und ich schätze, da werden wir die Hosen auf alle Fälle noch holen. Ja, dann bin ich auf der trockenen Seite. Ja, ehrlich gesagt, auf der anderen Seite bin ich jetzt richtig enttäuscht, dass es eigentlich nicht regnet. Jetzt haben wir ein bisschen auf der Ecke gekriegt, was drauf bastelt. Ein kleines Dachel, dass man nicht dauernd vorne aufs Objektiv treffen. Ja, ist ja wurscht. Sicher ist vielleicht einmal anders, wenn es funktioniert, aber ich blende ich einmal ein Bild von meiner kleinen Bastelei. Ah, ja, das war meine kleine Bastelei. Es erfüllt seinen Zweck. Der Schaumstoff ist natürlich wieder fürs Mikrofon unten. Wegen dem Wind, wobei ich zum Glück eh keinen habe. Aber ich denke, das hat sicher geholfen. Ja, jetzt bin ich auf den kleinen Campingplatz da wieder angekommen mit unserer Aussichtswarte. Wo ich mich da mit Benjamin auf seiner Oma Radtour getroffen habe. An das erinnere mich immer wieder gern zurück. Ja, Video verlinke ich da oben weg. So, schauen wir mal zum Strand. Ja, und auch da sieht man leider, Strand gibt es keinen. Jetzt gehe ich noch mit oben auf den Steg, hat man dann ein bisschen mehr sehen. Öko-Klo gibt es da oben auch, sehe ich gerade. Und am Brunnen, aber da kommt nichts. Ja, und auch da bei einem meiner letzten Videos verlinke ich das im Eck um. Bin ich da drin gestanden, habe runtergefilmt, aber der Steg eigentlich weiter unten. Jetzt ist er weiter oben. Ja, und auch da ist finito. Da bin ich auch runtergegangen gewesen. Und da sind wir da hinten bei der Bahn vorbeigestraft. Nicht mehr möglich. Ja, wieder Zufall so spielt, habe ich da jetzt noch gerade zwei getroffen, die haben mich gerade aufgeregt. Bist du der Carlos? Ja, ja. Gut, haben wir ein bisschen plaudert. Nette Leute. Ja. Schauen Sie auch meine Filme. Freut mich. So, aber jetzt schauen wir da mal rauf und schauen wir uns die Aussicht von da oben an.
Freunde. Ich bin der König der Welt. Oder nicht. Ja, Freunde. Das war schon langsam. Zum Nieseln hat es auch wieder aufgehört, zum Glück. Und mit dem schönen Ambiente hinter mir verabschiede ich mich wieder von euch. Ich sage wie immer, danke fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Mauern und pfiat euch die Burma.